Carlos, Sie bekommen Ihre Ressourcen, wenn alles bereit ist, oder wollen Sie selbst danach graben? Alles wird für den Angriff vorbereitet sein. Wenn Sie mir die zusätzlichen Watcher, wie angefordert, besorgt hätten, wäre die Sache längst erledigt, Salamun. Carlos, ich schicke Ihnen zwei Ihrer Watcher zurück, damit Sie sehen, womit ich es hier zu tun habe. Ich schlage vor, Sie geben den Vollidioten keine Waffen. Diese miserablen Schützen verpassen sonst nur einem Ihrer Generatoren eine Breitseite, anstatt die eigentlichen Ziele zu treffen. Sobald Sie endlich verstehen, wo meine Probleme liegen, werden Sie mich hoffentlich nicht mehr verspotten, wenn ich um ein wenig Unterstützung bitte. Salamul. Den Raketenwerfer! Hallo, einige meiner Watcher sind verschwunden. Ich brauche mehr, wenn Sie wollen, dass die Arbeit termingerecht abgeschlossen wird. Woher Sie sie nehmen, ist mir egal. Fragen Sie Gab nach seinen Ersatzleuten. Es sind sicher ein paar Verstoßene dabei, die für den Mineneinsatz gut genug sind, Salamul. Boah, behandeln Watcher wie Dreck. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Freund der Watcher, aber... Nee, das ist schon krass. Können aber einem gut zusetzen, immer. Gut, dann gehen wir mal in die Basis. Wir speichern mal zwischen. Hi. Ich glaube, wir müssen ganz hier weg, oder? Oh oh.
This should come in handy. Nice. Survival of the fucking fittest. So. Garrus, Auge um Auge. Jetzt kommen so langsam die ganzen Loyalitätsmissionen. Okay. Weiter mit Anomalien. Hardcore durch jetzt. Gar keine Pause machen. Will das weg haben. Machen wir später die Forschung. Ah. Urla Rast. So, mal eben schnell anfliegen. Tatsächlich, wenn ich die alle noch komplett abscannen würde, also alle Ressourcen davon holen würde, würde ich nie fertig werden. Oh, das sah schön aus. Doch. Ah, 100%. Keine Anomalien. Mitten durch die Sonne, durch den Stern. Wir haben alles. Was ist das? Achso. So. Anomalien. Da oben. Vom Westen nach Osten. Wo haben wir die Anomalie? Wo haben wir die? Da unten. Jawohl. Dann runter da. Blue Suns. Nice. Artefaktbeschaffung. Beschaffen Sie das Artefakt aus der archäologischen Ausgrabungsstätte. Wird gemacht. Ja, er hat Verstärkung geholt. Clever. Hey, die haben hier so was ähnliches wie Makos rumstehen. Und wir finden endlich mal wieder ein bisschen Element Zero. Easy. Gut, dann mal rein in die gute Stube. Bin mir sicher, wir sind ein willkommener Gast.
Sieht doch nicht so willkommen aus. Nice, nice. Ach, da ist ja noch ein Kumpi. Unpersönlicher Spind. Fast übersehen nochmal. So, Medizinköfferchen. Und ein Computerterminal. Ausgehende Nachricht. Bitte an Unterstützung. Commander Santiago, hoffentlich geht es Ihnen gut. Wir benötigen noch einmal Ihre Hilfe, um uns selbst, unsere Ausrüstung und unsere Artefakte zu transportieren. Ich habe unseren Vertreter losgeschickt, damit er mit Ihnen die Details der Transaktion bespricht. Angesichts der heiklen Natur unserer Fracht erwarten wir in dieser Sache absolute Diskretion. Dr. Farron, leitende Forscherin Exogeny Special Projects. Eingehende Nachricht. Machen wir einen Deal. Dr. Farron, natürlich, Sie können sich darauf verlassen, dass wir für Eskortierung und Transport sorgen. Wir haben bereits in guten Glauben Männer und Schiffe zu Ihnen geschickt. Commander Vido Santiago, stellvertretender Befehlshabender Offizier Blue Suns. Ja, der Bastard. Der Vido. Ja, Muni? Commander of the Blue Suns. Lieutenant Locke, sobald das Artefakt gesichert wurde und unterwegs ist, haben Sie und Ihre Männer den Rendezvous mit Captain Voorhees an Bord der MSV Strontium Mule im Arin-Lakan-System in Omega-Nebel. Unterstützen Sie Voorhees, falls nötig, Commander Santiago. Tagebuch, okay. Proteanisches Videolog.
Scheiß. Geht ja wie geschmiert. So. Erobern Sie die MSV Strontium Mule Omega Nebel zurück und stellen Sie im Frachtbehälter für Cerberus sicher. Wird gemacht. Wir speichern. So. Ansonsten war hier nichts mehr, ne? Genau. Dann gehen wir mal eben der Mission nach. So, wo ist der Frachter? Down. We have used half our fuel. Ja, ich hätte vorher tanken sollen. MSV Strontium Mule. So, was war hier? Uta. Da habe ich den bestimmt schon angeflogen, ne? Jo. Wir gehen an Bord. Mengram, was hast du für eine Knarre, die Avenger, alles klar. Baller Session. Blue Suns besiegen. Besiegen Sie Blue Suns an Bord der MSV Strontium Mule. Wird gemacht. Das war? Dax. Das sich nähernde Schiff dreht nicht ab. Die Idioten wollen anscheinend an Bord kommen. Die Luftschleusen sind abgeriegelt, also vergeuden Sie nicht Ihre Zeit. Stellen Sie ein Team zusammen und heißen Sie sie im Frachtraum willkommen. Wenn Sie fertig sind, blasen Sie sie durch die Frachtraumtore raus. Captain Wallace. Lief wohl nicht nach Plan. What were they doing here? Alle Luftschleusen abgeriegelt. Mhm. Frag mich, wer leichter gerissen ist. Außer Blue Suns? Unwahrscheinlich. Da haben wir es auch. Brennt? Jakir, haben Sie gesehen, was die aus dem Frachtraum gezogen haben? Wenn wir das aufkriegen, leben wir monatelang wie Könige. Sergeant Burtis hat den Behälter mit nach oben genommen, während vorher es losgezogen ist, um die Codes aus dem Captain des Schiffs rauszupressen. Mit dem möchte ich jetzt wirklich nicht tauschen. Hawkins.
get in there. Bin dabei, Grunt. Ich versuche uns Zutritt zu verschaffen. That should do it. Drei Türen. Wahrscheinlich führen alle zum selben Dings, okay. ÜLG-Antrieb beschädigt und mit minderwertigen Teilen repariert. Erhöhtes Risiko eines Totalausfalls. Ja, ballern da rum. Komm da runter, Briggs. Ich glaube, hier kommen wir zum Cockpit, ne? Nee, Maschinenraum. Versuche mir gerade einen Überblick. Habe ich schon gelesen. Versuche mir gerade einen Überblick zu verschaffen. Okay, Medizinschränkchen. Okay, dann gehen wir erstmal in den Maschinenraum. Coming! Ja, hier sitzen wir in der Falle. Das ist keine gute Idee. Ich glaube, wir gehen da hinten hoch. Das ist eine bessere Idee. Gary ist nicht schlafen. So macht man das. Da kommen wir eh noch nie rein, alles klar. Hier geht's wieder runter. Gut. Engaging hostiles. Damn, what happened here? Verbrannte Leichen. Scheint, als müssen wir doch erst runter. In die Mausefalle. Kurz, Achtung Mann, die Eindringlinge sind immer noch am Leben und kämpfen sich durch das Schiff. Commander Shepard ist bei Ihnen. Bereiten Sie Ihre Männer auf den Kampf vor. Bortes hat noch einen Trumpf im Ärmel. Er hat den Behälter mit der Beute und wird bestimmt gegen Voice vorgehen, um ihn für sich zu behalten. Würde mich zumindest nicht überraschen, Betor. Also untereinander auch noch meutern, ey. Boah, was eine lausige Truppe das eigentlich ist. Wo sind denn die alle hin? ÜLG-Antrieb funktionsuntüchtig. Okay. Hier ist also nichts weiter. Affirmative. Hatten hier noch was? Nee. Guck ich nochmal kurz auf der anderen Seite. Oh,
Wartungsbericht haben wir gelesen. Da ist noch rot. Achso. Ja, Sabrina, abschalten in der Sicherheitskonsole möglich. Hier war aber auch nichts. Hier waren nur die Leichen. Ich folge mal dem Pfeil. Kommunikationsportal funktionsunnüchtig, ja. Let's get in there. Ah. That should do it. Alles klar. Den du, den nimm ich. Mitten durch. Da ist Captain Voice. So, was war das? Söldnertransmitter. Botis, halten Sie Ihre Männer bereit. Ich kann die Eindringlinge schon hören und Sie sollten damit rechnen, uns hier helfen zu müssen. Der Captain war nicht sehr mitteilsam, aber ich habe seine Codes in der Blackbox des Schiffes gefunden. Wir können den Behälter öffnen, aber vorher müssen wir diese Eindringlinge umlegen. Captain Voorhees. Tja, Voorhees ist tot. Das ist der letzte Eintrag von Captain Jared Barnes, Kommandant der MSV Strotium Mule. Wenn Sie das hier lesen, sind ich und meine Crew tot. Vor 2 Wochen haben wir auf ein Notsignal reagiert, das sich als Falle der Blue Suns entpuppt hat. Wir konnten entkommen, wurden aber schwer beschädigt. Halten Sie sich von den Koordinaten in diesem Lok fern. Wenn Sie den Behälter in unserem Frachtraum finden, dürfen Sie den Inhalt gern behalten. Die Autorisierungscodes befinden sich verschlüsselt in diesem Lok. Die Chiffrierung des Autorisierungscodes abgeschlossen. Okay. Wir stellen den Behälter sicher. Wir müssen den Funk kurz zum Behälter und stellen Sie wertvolle Waffe des Cerberus sicher. Wird gemacht. Na komm schon.
Sergeant Bortis. Kleiner Verräter. Oh, warum sind Menschen eigentlich immer die Penner hier? Keine Muni mehr, was zum Teufel? Na, das klingt doch gut. Wahrscheinlich hier, wo wir vorhin hier reinkamen. Söldnertransmitter. Jackie, hier ist der Plan. Halten Sie Ihre Männer unter Kontrolle und einsatzbereit. Die Eindringlinge sind der Schlüssel. Sobald Sie die Brücke erreichen, wird Forrest nach uns rufen. Reagieren Sie nicht darauf. Die Eindringlinge erledigen ihn für uns und wir bekommen die Codes für den Behälter selbst in die Finger. Schalten Sie dann alle aus, die auf Ihrer Liste stehen. Je weniger übrig bleiben, desto größer der Anteil fehlen von uns. Sergeant Bortis. Was ein dreckiger Penner. Ehrlich. Ja, da hängen wir mal hier schön. Oh, das war falsch. Scheiße. Da. Was? Auch nicht? Habe ich einen Knick in der Optik oder was? Das aber. Okay. Grün. Ja, ich weiß. Oh, Glück gehabt. This looks interesting. Das ist die Ladung. Sonst noch was? Nix. Fertig. Yes. Nice.